Okay, Alter, bringen wir den Werbespot hinter uns. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock auf diese Scheiße. Aber ich mache es, weil ich einen Freieintritt in eine Stripbar bekomme. Also fang an, Alter. Okay, ich fang an. Oh Mann, ich habe gerade voll den Text vergessen. Wie geht der Text nochmal? Oh Mann, das ist nur ein Satz, den kann man sich ja wohl mal merken. Wie hast du denn sonst in der Schule für die Arbeiten gelernt? Ich habe nicht für die Arbeiten gelernt. Okay, das sagt vieles. Na egal, hier ist der Zettel, wo du deinen Satz stehen hast. Merk ihn dir jetzt. Alter, das ist doch ganz einfach. Ich möchte jetzt gerne anfangen, also stell dich bereit. Okay, ich bin bereit. Der Text sitzt. Ich fang dann an, sag, wenn ich kann. Okay, Werbespot der erste und Aktion. Du willst sicher dein Leben genießen. Du willst sicher zu Hause ankommen. Du willst sicher gehen, dass dein Fahrrad keine Schäden hat. Mit Sonic bist du sicher. Cut. Oh Mann, Alter. Das heißt nicht Sonic, das heißt Funik. Du Lustmolch. Mohahaha, du Trottel. Das ist ein Satz, den kann man sich doch merken. Noch einmal von vorn. Und jetzt mach es richtig. Ich will fertig werden. Und Aktion. Du willst sicher dein Leben genießen. Du willst sicher mit dem Fahrrad zu Hause ankommen. Du willst sicher gehen, dass dein Fahrrad keine Schäden hat. Mit Honig bist du sicher. Cut. Alter, mir platzt hier gleich der Kragen. Bring mich nicht auf die Palme. Ich bin heute schon geladen. Damit wir diese Scheiße hier abschließen können, musst du dich mal konzentrieren. Das Wort heißt Funik, nicht Sonic und nicht Honig. Funik, du studierst Jura, ich studier Bitches. Ich komm in den Fernseher rein, jeder Blick trifft mich. Mohahaha. Ja, um in den Fernseher reinzukommen, musst du erst mal diesen bescheuerten Text hinbekommen. Also nochmal von vorn. Und Aktion. Du willst sicher dein Leben genießen. Du willst sicher mit dem Fahrrad zu Hause ankommen. Du willst sicher gehen, dass dein Fahrrad keine Schäden hat. Mit Funik bist du sicher. Jawohl, Mann. Danke, Alter. Endlich haben wir es geschafft. Oh Mann, war das ein dicker Hund. Mohahaha. Jetzt zur Feier des Tages gehen wir den Frauen beim Fußball zugucken. Ich habe gehört, dort spielt eine neue Brasilianerin. Mohahaha. Nee, ich stehe nicht so auf Fußball.